Wir sind heute Morgen hier um kurz nach 6 gerufen worden, weil gemeldet wurde, dass aus der Neutralisationsanlage der Abwasserbehandlung hier Salzsäure ausgetreten ist. Es haben sich auch 3 Mitarbeiter hier vom technischen Betrieb verletzt. Ein Mitarbeiter hat Säure auf den Körper bekommen, 2 weitere haben die Säuredämpfe eingeatmet, sind also leicht verletzt. Wir sind hier angefahren mit dem Rüstzug der Berufsfeuerwehr und werden unterstützt durch die Kameraden von der Freiwilligen Feuerwehr Stadt. Wir sind jetzt erstmal, nachdem wir das erkundet haben, in das Gebäude vorgegangen und haben das Leck gestopft mit einem Keil, das sich in dem Tank, in dem Vorratsbehälter befindet. Wir haben dann anschließend die weiteren Mengen mit Säurebinder aufgenommen oder gebunden zunächst einmal und werden diese dann später entsorgen. Eine Umweltgefährdung bestand nicht, da sich die austretende Flüssigkeit im Gebäude befindet, in einem Raum, wo auch üblicherweise mit diesen Flüssigkeiten umgegangen wird. Es ist aus dem Gebäude nur eine leichte Rauchschwade, also eine Verdampfung dieses Säurekonzentrates wahrnehmbar gewesen. Die hat sich aber auch relativ schnell mit der hohen Luftfeuchtigkeit gebunden und ist also wieder niedergeschlagen hier im Bereich des Kraftwerkes, also im Bereich hier der Uni selber. Es ist nichts auf das öffentliche Gelände frei geworden.